kommen meine Sturmtruppler zu Stark Wars. Ark RP. Ihr wollt mitmachen? Ausrufezeichen. Server RP in der Chat-Nin. Und dann kriegen wir alles, was wir zum Joinen brauchen. Ich bin jetzt hier schon aufgestanden und meine Sturmtruppler schlafen noch. Ja, da muss ich dann mal gucken, wer so nach und nach erwacht. Das sehe ich dann. Ansonsten würde ich mich jetzt einfach mal hier so umschauen. Oh, endlich erwacht. Sturmtruppler wachen jetzt so nach und nach, wenn die wach und fit. Heute möchte ich auf jeden Fall eine Expedition starten, um einen neuen Spot zu suchen, weil das hier einfach viel zu klein ist. Zu klein, wo wir hier sind und so uneben. Das bringt uns nicht viel hier weiterzumachen und mein Bauherr hier weiter zu strapazieren. Ich muss jetzt mal gucken, dass meine Sturmtruppler alle erwachen. Morgen. Guten Morgen. Was ist mit Captain Phasma? Alles gut? Morgen. Heute steht die Expedition an. Jawohl, wir müssen sie ja beim letzten Mal abbrechen. Wo ist denn mein Schwarzer? Da. Steckt fest. War schwer, ich abgestürzt. Captain Phasma, haben wir nur eine Sturmtruppler-Einheit? So wie es aussieht, jawohl, mein Lord. Sturmtruppler, tragen Sie noch das Metall aus dem Ofen in die Base. Fahren wir mal ganz schnell noch Futter für meine. Meiner Futter hat. Gut, mein Gott, so. Hier scheint es nichts mehr zu essen da. Auch im Feuer nicht? Nein, dort befindet sich nur noch ein bisschen Kohle. Dann müssen wir hier jagen. Dann können wir die Expedition auch nicht starten. Sturmtruppler jagen.
versucht er mit einem Pflanzenfresser einen Pflanzenfresser zu töten. Jawohl, mein Leute, ich kann es einfach nicht. Die Ausbildung ist in diesem Fall noch nicht abgeschlossen für diesen Sturmtruppler. Ich gehe einfach mal mit dem Lichtschwert jagen. Ein Rebellendruide! Ausgeschaltet. Ui, der dafte Beikert. Ui. Nur mal was ganz Neues. Ich mach einen so erbeutet. Gut, dann mal die Jagen. Zu futtern da ist. Da haben wir doch schon mal ein Dodo. Hi, Tekna. Der Dodo hat noch nicht mal mehr Bip gemacht. Bike auch nicht. Lichtschwertträger halt, ne? Cool wäre es hier noch, wenn ich dann gleich das Fleisch braten würde. Hi, Schatten. Ich wollte die Expedition starten und habe gemerkt, also vielmehr Captain Fassmann mich darauf hingewiesen, dass mir es Futterfressalie-mäßig nicht gerade für Expedition ausgestattet werden. Wir sollten uns doch da erst mal ausrüsten mit genügend Futter und so. Ja, deswegen bin ich da jetzt auf der Jagd. Die armen Dodos. Das Twike hatte auch keine Chance. Sogar noch ein paar Beeren mit. Die andere Paras. Breitmäuler. Breitmäuler nennen wir sie. So. Noch nicht ein paar. Wow, ernsthaft jetzt? Er packt sie sogar.
Liter Schrank. Na, man so nicht. Ach ja, wir hatten sie ja sogar Taler gewonnen. In unserem Handel. Den wir gemacht hatten. Ah, das war Fisch im Hintergrund. Jo, Alter. Du bist zu Hause, du kannst doch wohl online gehen. Ich krank bin, gehe ich auch online. So, dann noch ein bisschen Holz besorgen. Bisschen mühselig, wenn man da nur einen Sturmtruppler hat. Schwieriger Start heute wieder. Der Ältere komisch, denn warum lachst du dann nicht? Sind doch komisch. Sind sie doch die ganze Zeit, müsste doch da Lachkrampf kriegen, da Ältere komisch sind. Welche dieser Ältere sind komisch? Geiler Captain Rex. What? Ist Captain Rex nicht der Rebelle? Habe ich eine Rebelle in meinen Reihen? Holz ist auch da. Ja, jetzt muss ich nämlich farmen. Warum müssen alle aufs Feuer sterzen? Wenn die alle auf dem Feuer sind und mach Vegetarier. Und schon ist man wieder fit. Fass mal, können wir die Expedition nun starten? Ich denke, einem Start steht nichts mehr im Weg, mein Lord. Und Truppler voraus. Mal gucken, wo die mich jetzt hinführen. Rebellendroide!
verschwendete Ressource. Kadaverleihe. Domtruppler, waren Sie schon mal hier? Kennen Sie das Gebiet? Nein, ich kenne dieses. Kennt das Captain Phasma? Es aussieht schon. Phasma, ist dieses Gebiet Ihnen bekannt? Nein, ich war hier noch nie. Wir laufen also einfach drauf los. Nun ja, ich dachte, wir möchten einen höher gelegenen Ort erreichen, also dachte ich einfach mal nach oben. Was sind das für Kreaturen? Ob die Stacheln gefährlich sind? Scheint eine friedliche Kreatur zu sein. Kann mich ihr nähern, ohne sie mich angreift oder bedroht fühlt. Sand. Spalt im Fels. Vor mir ist wieder eine wilde Kreatur. Praktisch zwei Sturmtruppler zu haben, die einen beschützen. Ui. Sturmtruppler! Nein, Voko! Scheiße, ich kann's gar nicht wissen. Verdammt! Wo ist Captain Phasma? Sturmtruppler, suchen Sie Captain Phasma! Was ein Leichenhaufen. Ich baue die Almo ab, so. Also, ich konnte nicht wissen, dass Para jetzt gestorben ist, weil ich nicht dabei war. Da hat Fähige recht gehabt, war wieder ein kleiner Fehler. Passiert. Verdammte Arc-Instellungen. Ich warte jetzt hier einfach, bis die Sturmtruppler Captain Phasma findet. Weil hier ist es hier im Moment sicher. Wie kann man unser Para nennen? Wie soll ich mal Para nennen? Schwarzer Para. Haben wir wild so gefunden. Fand ich so geil. Ein bisschen tame.
Bild auf der Map so gefunden, wie er ist. Irgendwie manipuliert oder so. Mein Lord. Captain Phasma. Geschehen. Ich habe einen Sturmtruppler nach ihnen suchen lassen. Zwei der wilden Kreaturen haben mich von euch getrennt. Aber mir ist es gelungen, sie zur Strecke zu bringen. Aber einen Sturmtruppler habe ich keinen gesehen. Wo ist ihr? Ich weiß nicht, wo FN2187 ist. Nein, ich meine ihr Tier. Es hat es leider nicht geschafft. Voku weilt nicht mehr unter uns. Schreckliche Nachricht. Sturmtruppler, Sie haben Ihre Mission nicht erfüllt. Ich habe gesucht, aber nichts gefunden. Ja, ich habe sie derweil gefunden. Hier, wenn Sie möchten. Dabara soll ich ne nennen, okay. Blaster raus! Aber... nutzen Sie den Kadaver. Das Fleisch werden wir brauchen. Für mich. Und kurz die Sturmtruppler gegenseitig austauschen lassen. Natürlich, ich gebe es Ihnen hier am Sattel runter. Ich glaube, so obvious das Plateau. Ah, gut, das müssen wir hier roleplay-technisch erst wohl finden. Besser nicht der Weg dorthin. Uiuiui, der Sturmtruppler ist in Bedrängnis. Na, klappt doch alles. Ich habe diese Kreatur noch nie gesehen. Sturmtruppler, Sie müssen erneut zu den Zielübungen antreten. Sie haben gerade Ihren eigenen Breitmaul schwer getroffen. Oh, Blut, der schaut's euch an. Alter! Was ist mit ihm geschehen? Captain Phasma, fühlen Sie Ihren Puls. Seinen Puls, nicht Ihren. Es ist schwer. Verletzt. Alles nur wegen FN. Er hat den Para getroffen. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Lebt er noch? Ja, er scheint eingeschlafen zu sein. Wecken Sie ihn auf. Ob das etwas mit dieser Kreatur zu tun hat? Ich spüre eine Präsenz der Macht. In dem Moment scheint Gianluca. Sehr cool. Kümmern Sie sich um den Sturmtruppler. Ich untersuche diese Präsenz. Hat was mit diesem Tempel auf sich. Einheimischen müssen ihn errichtet haben. Verwerten Sie die Kadaver, Sturmtruppler. Spüre Präsenz immer stärker.
Ich muss mich hier durchgraben. Sens der Macht. Da komme ich jetzt nicht raus. Doch. Dieses Sens der Macht könnte vielleicht noch oben wert sein beim Schmuggler. Mein Lord, habt ihr in der Ruine etwas gefunden? Nein, gar nichts. Sturmtruppler sind nicht mächtig genug für diese Präsenz der Macht. Weh, das kann ich nur im anderen Sith erklären und zeige. Nur eine lächerliche Ruine, verlassen von den Einwohnern. Dass kein Machtnutzer sind, kann ich mit denen darüber nicht sprechen. Eine Klippe. Wir müssen einen anderen Weg finden. Weitere Kadaver. Da vorne ist wieder so ein Griecher. Guter Schuss. Achtung! Ich denke, wir müssen schwimmen. Aber auf der anderen Seite sind Kreaturen. Schafft ihr das von hier? Langsam wird's doch mit der Zielübung. Achtung, Sturmtruppler! Sehr aggressive Kreatur. Gott, nee, wo ist dann der Weg, wenn man sich nicht auskennt? Ich hätte mal vielleicht selber von dem Schmuggler, den ich da getroffen habe, eine Karte geben.